Marco Hüter stand Pokémon mit dem Typ Kampf, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Hariyama. Marco Hüter ist ein mittelgroßes, zweibeiniges Pokémon, das gelb, schwarz und rot auftritt. Die Backen sind rot gefärbt, Hände und Hals dagegen schwarz und der übrige Körper ist somit gelb. Insgesamt weist das Pokémon einen stämmigen, wenn auch gedrungenen Körperbau auf, der Kopf ist oval rund nach vorn und darauf ist ein Haarknoten zu erkennen. Das Gesicht setzt sich aus den beiden großen, jedoch stets geschlossenen Augen, dem breiten Mund und den beiden Backen zusammen. Zuletzt genannte bestehen aus einem Kreismuster, die Arme sind kurz und die Hände bestehen lediglich aus runden Fäusten. Der Torso ist breit, wenn nicht gar als dick zu beschreiben, jedoch speichert Marco Hüter dort seine Energie. Schließlich steht es auf zwei relativ kleinen Füßen, die je zwei Zehen aufweisen. In der Shiny-Form wirkt der Körper insgesamt etwas heller, allerdings sind die Backen etwas kräftiger gefärbt und die Form des schwarzen Bereiches sind nun wie die Backen rot gefärbt. Marco Hüter ist ein zähes Pokémon, welches sich durch seine Kraft auszeichnet. So greift es seine Gegner hauptsächlich mit physischen Attacken des Typs Kampf an, wie zum Beispiel Nahkampf oder Geowurf oder des Typs Normal wie Riechsalz oder Mogelhieb. Es ist außerdem sehr schwer und kräftig und kann sogar Bäume umfallen lassen, indem es gegen diese rennt. Marco Hüter ist sehr stur, was man bei einigen Marco Hüter in ihrer Fähigkeit Adrenalin erkennen kann. Dies bewirkt es, dass Pokémon, sobald es von Attacken getroffen wird, durch welche es eine Statusveränderung erhält, angetrieben wird, noch mehr zu geben, was seinen Angriff um die Hälfte erhöht. Andere Marco Hüter besitzen die Fähigkeit Speckschicht, mit welcher sie durch ihre Masse die Angriffe von Eis- und Feuerattacken abfangen und somit nur noch halb so viel Schaden nehmen. Und wenige Marco Hüter besitzen die versteckte Fähigkeit Ruhegewalt, welche einige ihrer Attacken verstärkt. Marco Hüter ist ein tapferes Pokémon mit einem unbezwingbaren Geist. Es gibt niemals auf und selbst nachdem es mehrere Male niedergeschlagen wurde, steht es immer wieder auf und kämpft weiter. Dabei speichert es Energie, welche es später für seine Entwicklung benötigt. Das Pokémon liebt das Trainieren und führt dieses durch, indem es mit seiner flachen Hand gegen Baumstämme schlägt oder gegen diese rennt, woraufhin die Bäume umkippen. Wenn es nicht gerade trainiert, verbringt es seine Zeit mit Essen und Schlafen, wodurch Marco Hüter seinen Körper mit Energie füllt. Das heißt, es gäbe einen traditionellen Eintopf, den Trainer anfertigen können, um Marco Hüter noch stärker werden zu lassen.